So hier auf diesen Wildkräutereckern, die fürs Wild angelegt wurden, kann man immer auch schön essbare Dinge finden. Ich werde sie jetzt nicht ausbuddeln, weil das hier ist die wilde Möhre, die erkennt man auch im Winter. Sprich, hier findet die auch im Winter Nahrung, weil sie ihre ganze Power, Energie und wichtigen Stoffe, die sie später für im Frühjahr zum Austreiben braucht, alles in die Wurzeln verlagert hat. Ja, könnt ihr die Wurzeln ausgraben und essen. Und davon werdet ihr auch definitiv überleben, wenn ihr nur sowas essen würdet. So, erkennt man schön an diesem Nest hier oben. Ich weiß nicht, ob man es sieht, hier unten kommen noch so zwei, hier sieht man es besser. Diese Härchen, die da runter gehen. Dieses Nest oben und diese Härchen, die nach unten gehen. Das ist die wilde Möhre. Juba! Essbar! Schmeckt auch ganz gut eigentlich. Schmeckt halt richtig nach Möhre. Ein bisschen anders als die Möhre, die ihr kauft. Aber ihr könnt es auch anhand dessen schon euch sicher sein, dass es eine Möhre ist, weil es wirklich nach Möhre riecht. Schon wenn ihr es ausgrabt. So, weiter geht's.